Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Feuerrot mit mir, dem Sleeper JK diesmal. Denn ich habe meinen Namen geändert von Yoshi LP in Sleeper JK LP, weil es den ja Yoshi LP schon gibt. Und der mehr Abonnenten hat wie ich. Ja, das hört sich wieder an wie Mimimi, aber es ist so, wie es ist. So, und jetzt machen wir mal hier weiter und werden gegen Giovanni kämpfen. Trapatonski. Weiter geht's. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich für alle Mal aus dem Geschäften der Erwachsenen heraus. Oder du lernst die Welt voller Schmerz kennen. Nech. Oh, ganz gefährlich. Oh, was? Da lache ich nur drüber. Und Wutz! Level 62. Der nächste kommt Nidoqueen. Oh. Und da oben ist noch was ausmachen. So. Na! Okay. Lassen wir mal gerade so. Oh, paralysiert, natürlich. Der hat so Body Slam gemacht, hat dabei noch gefurzt und dann war er paralysiert. Richtig? Doch, doch. Dann kannst du dir sonst wo entschieden, denn die Staffel. Oh ja, Angst, ich habe Angst. Okay, der ging daneben, aber jetzt gleich ist er sowieso tot. Kangama. Naja, ist das vorletzte. Raserei. Naja, wo auch immer. Noch immer effektiver als Serie. Gar nicht angegriffen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Die ganze Zeit greift es an und jetzt geht's halt nicht mehr. Nein, also. Oh, jetzt sieht's schlecht aus. So, jetzt gucken wir mal, was wir in unserem Wunderbeutel haben. Supertrank. Die ist ja gut, den brauchen wir. Ja, das ist wieder gut. Kommt noch ein Zerschneider und dann kommt das letzte Pokémon. Da können alle mal dran sich austoben, wenn es nicht mehr dieser Flow klappt. So, spulen wir das ein bisschen. Jo. Wollte das ja wohl ein bisschen länger spielen. Macht so 25 Minuten jetzt wieder. Haben die Leute sich auch nicht beschwert früher. Naja, das war nicht sehr effektiv. Das habe ich selber gesehen. Aber das ist ja ein Gesteins-Pokémon. So viel ich weiß. Ja, geht so. Die Grimasse, naja. Das ist halt nicht gerade eine Attacke, wo man Angst vorhaben sollte. Oder? Oh, nochmal Grimasse. Der Fluchtweg ist verringert.
Ja, die Intensität. Das wird, ja. Bäh, Junge. Ja klar war das sehr effektiv. Ist ja auch ein Stein-Pokémon. Steins-Pokémon. Spieler besiegt Boss Giovanni. Also, in dem Fall Super J. Ah, wieder verloren. Yoshi gewinnt 4100 Pokédollar. Und? Verdammter Mist, du bist unser Unternehmen von Fliss & Co. vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Yoshi, vergiss nicht, dass alle, oder Triple mit Fahrt, vergiss nicht alle Pokémon zum Nutzen des Team Rockets da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Sprechen wir mal mit ihm da oben. Ich danke dir für die Rettung der Silps und Co. Ich werde niemals vergessen, wie uns trotz großer Gefahren tapfer gerettet hast. Oder du. Ja. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich. Ich könnte dir etwas geben. Aber vielleicht ist das hier eher was für dich. Oh, schön, eine Meisterball, aber den müssen wir dann. Müssen wir dann gucken, wen wir damit fangen. Nee. Ja, ich weiß. Ja, ja, kennen wir schon. Mit dem ersten Versuch und so weiter und so fort. Ich bin die Sekretärin. Vielen Dank dir für deinen Heldenmut, Alde. Weißt du Bescheid? Du hast uns alle gerettet, danke! Gut, wunderbar. Hier zum Pokémon-PC, da gehen wir da mal dran. Schaltet den PC ein. Zugriff auf wessen PC? Bills PC. Ja. Mal gucken, wen wir davon ablegen. Ach, ja, der entwickelt sich ja nicht. Pikachu behalten wir. Weiß nicht, wann der sich entwickelt. Ach ja, wir haben Lapras bekommen. Und Kikli. Nochmal zurück. Ablegen. Ja. Den kann man ja sowieso nicht entwickeln. Und vielleicht finden wir ja mal ein anderes. Ich weiß der Pokémon. Dann nehmen wir erstmal hier das Kampf-Pokémon mit. Jo. Und dann haben wir jetzt ein Wasser-Pokémon. Vielleicht erweisen die uns ja gute Dienste. Das müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir als nächstes machen. Jetzt müssen wir erstmal nur den. Müssen wir einfach nur mal den Fahrstuhl erreichen. Oder wir gehen einfach die Treppen schnell hoch und runter. So, jetzt ist das Erdgeschoss mit dem großen Brunnen hier. Wieso haben wir noch immer die Musik hier im Ohr? Ah ja, jetzt geht's ja weg. Jetzt. So, jetzt können wir hier wieder. Hurra, das Team Rocket ist fort. Nicht Toyota. Jetzt fühlt man sich auf der Straße wieder sicher. Ja. Klappen wir mal die Häuschen ab. Jetzt steht ja keiner mehr davor. Vielleicht stehen da oben. Oder waren wir da schon drin? Keine Ahnung. Vielen Dank für deinen Brief. Bis bald. Okay, hey, lies meinen Brief nicht. So. Das ist ein Taubsi, glaube ich. Ich mag die Nachahmerin. Ich kaufe ihr eine Pokémon-Puppe. Ja, wer nicht? Das ist die mit dem Ditto. In welcher Folge war das jetzt? Weiß ich jetzt nicht, aber könnt euch ja bestimmt noch dran erinnern, wo das Ditto sein Gesicht nicht richtig anpassen konnte.
Meine Tochter ist furchtbar schüchtern. Sie hat nur wenige Freunde. Nun denn, da kann man auch nichts machen, ne? Meine Tochter hat mir gerne Leute nach. Aha. Wegen ihr Minenspiels nennt man sie auch die Nachahmerin. Aha, naja, haben wir nicht wussten wir nicht, ne? Das ist eine Puppe, glaube ich. Ein seltenes Pokémon. Hm, es ist nur eine Puppe. Ja, wenn die sich nicht bewegen, sind das Puppen. Dudu! Gegen die, gegen die. An der Wand. Johnson. Johnson Land. Aha, okay. Yoshi! Hallo, magst du Pokémon? Nö. Halt, ich habe doch dich gefragt. Wie? Du bist komisch. Ich soll die Nachahmerei aufgeben, aber das ist doch mein Hobby. Jo, dann mach weiter. Ich halte den hinteren Schleimstadt an. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Hier haben wir Kickli herbekommen aus der Kampfarena. Der Boss, der aus dem Rocket ist aus dem Gebäude der Sync und Co. geflohen. Ja, weil wir ihn verkloppt haben. Aber bevor wir da oben in die Arena gehen oder da mit Taubo sprechen, gehen wir erstmal unser Pokémon heilen. Damit wir auch in der Arena bestehen können. Und dann gucken wir gleich nochmal in der Pokédex. Weil ich will dir ehrlich gesagt mal den. Aua. Autsch. So, willkommen in dem Pokémon Center. Labarababa, Heilung. Okay, bla bla. Ich nehme den obwohl. Schwuppdiwupp. Ja, wir kommen jederzeit vorbei. Dabei lege ich noch ein Ei. Ach, da ist noch einer, mit dem wir nicht gesprochen haben, glaube ich. Nun, kommen auch wieder Touristen nach Sabronia City. Oh, waren wir da schon drin? Keine Ahnung. Ja, wir kommen nicht rein, weil, keine Ahnung. Warte, sag kein Wort. Okay. Suchst du, dies hier, oder? Oh! Nein. Was haben wir denn da? Psychogenese. Oh, nett. Das wäre was für Owei und Kokowei. Oder für Kokowei. Weiß ich nicht mehr, wer dann später würde dann. Ab wann die Psycho-Pokémon. Oder wann, ab wann das ein Psycho-Pokémon geworden ist. Mal gucken, was der hier für uns hat oder so. Ich flog mit meinem Taubos hierher und nachdem ich von der Zippel und Co. gelesen hatte. Ist schon alles vorbei? Na toll. Da hab ich wohl das Beste verpasst. Ja. Das hast du wohl. So. Dann ab in die Arena. Och ne. Die hat auch Teleporter. Ich raste doch aus, Alter. Tja. So, dass er mehr. Tja, so geht das. Guten Tag, na, wie geht es? Eine Version hat mir deine Ankunft vorher gesagt, ja. Ich beherrsche die Psychokinese mit, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Level zu verbiegen, aha. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Naja. Ja, dann los. Sabrina, ne? Ja. Ja,
Die Arena-Leiterin Sabrina schickt Kadabra in den Kampf. Die Attacke ging natürlich daneben, weil wegen Iso. Genauigkeit. Ja. Dürfen wir jetzt machen. Aha, wunderbar. Gedankengut, ja, ja. 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 Heals. Sehr. Sah eine Attacke voraus, ja. Und, was nützt ihr das? Ja, supergeil, supergeil. Dass ich schnell einen Übertrank reingedrückt oder was? Ja, das stimmt. Okay, wenn wir zwei angreifen dürfen. Nee. Nächstes ist Pantimos. Pantimos. Der sieht immer lustig aus. Ja. Gibt es glaube ich auch eine Weiterentwicklung oder Vorentwicklung? Vorentwicklung, ja. Yo, Bitch! Ein Volltreffer. Simsala. Na dann. Zeig mal, was er kann. Simsala. Yo, Bitch. Gut, nicht schlecht. Noch einmal Zerschnittler. Und dann war das gewesen mit ihm. Ja, ja, ja. Komm, da war nicht rum. Ja klar, ein Hypertrank. Aber jetzt kriegst du so viel in die Haue, dass du noch weniger hast. Oder vielleicht auch sogar besiegt wirst. Ja. Oh, oh, oh. Okay, dann nehmen wir halt die Giga-Sauger. Für den Rest... Kriegen wir wieder was aufgefüllt. Ja. Klappo. Wie am Schnürchen. Omot. Oh, okay. Aus Blutzug wird der gemacht. Entwickelt er sich. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich weiß nicht ganz genau. Er könnte das auch. Glaube ich. Oder? Ne, dich. Käfer und Psycho, ne? Superschall, ja. Ich mach dir gleich einen Ultraschall. Wenn du Lust hast. Da ist verwirrt und setzt Gigasauger ein. Der wieder nichts bringt, ja, ich weiß. Aha. Aber ich wollte mal spannend machen. Als nächstes kommt, setzt mal dann Zerschneider ein. Setzt Zystrahl ein. Den kriegen wir bestimmt gleich als Attacke von der. Weil Psychokinese haben wir eben gerade bekommen. Wäre ja ein bisschen blöd, oder? Und setzt der Schneider ein. Yo! Gut! Nice! Und wegatmet. So, das war's. Spieler besiegt. Leiterin Sabrina! Ich bin erschüttert. Aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Aha. Ich schenke dir... den Sumpforden. Weil ihr sumpft es wohl im Schritt. Nee, nee, Quatsch. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 bei Befehlen folgen. Dein Befehl folgen. Steckerpunkten können sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm diese TM von D. Und 4. Und da, da. Psychostrahl? Nö, Psychogenese nochmal. Okay, nicht. Oh, okay. Und dann wieder raus hier. Dann war mal so gegangen.
Ja, irgendwann kommen wir ja wieder raus. Frag dich nur wann. Auch alter Vater. Ich nehme gleich einmal ein Fluchtseil, ganz einfach. Jetzt sind wir wieder bei Sabrina, ja. Ich geh mal so rum. Ich hab's gleich. Machen wir nach einem Fluchtseil. Knapp doch. Ja, ich weiß, das war nicht sehr professionell, aber was soll's, ne? Oh, noch zwei Ohren, okay. Noch zwei Pokémon. Gehen wir mal nach oben. Ach so. Aha, aha. Na, dann gehen wir hier wieder raus. Das ist ja unnötig. Da waren wir ja schon. Das ist, glaube ich. Ja, da waren wir halt schon. Ist ja gar nicht. Und dann mal, ja. Sprechen wir mal mit dem alten Sack da oben. Vielleicht gibt er uns ja was. Man kann nicht immer gewinnen. Aha, ja, wunderbar. Geil, geil, geil. Wir müssen auch irgendwo mal den Surfer finden. Ein verschlagenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Aha, und das welches ist das? Hehehe.
Ah, Mann. Ja, hier sind wir, glaube ich, schon rausgegangen, oder? Ja. Dann gehen wir mal nach unten, raus aus der Stadt. Diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Ja, es läuft nur hin und her und ja. Hm. War man hier schon drin? Ja, bestimmt, ne? Ich möchte mit allen Menschen Briefe austauschen. Ich schicke meinen Topsy hin. Jo. Schön. Mhm. Wunderbar. Dann aber auf Wiedersehen. Vielleicht setzen wir jetzt gleich einfach mal Fliegen ein, denn das Schiff ist ja. Ja, komm! Quatsch mir kein Ohr ab, Junge. Muschas! Mhm. Wird später zu Austausch, falls ihr euch daran erinnert. Könnt. Durch Wasserstein, glaube ich. Dann setzen wir dich mal ein. The Bodo, ne? The Bodo. Dann haben wir nämlich schon 49. Wenn wir den jetzt fangen. Nur nach Pokémon. Könnte sein. Ich nichts wissen. Oh. Das war nicht sehr effektiv. Okay. Naja, und dann können wir ja nochmal einsetzen. Ja, wunderbar. So, ich setze doch wunderbar zum Fangen. Eisbär. Wollten wir das früher auch schon? Da bin ich ganz sicher. So, machen wir hier noch schnell. Packen wir jetzt Muschas noch schnell. Ja, viermal getroffen. Wir haben mitgezählt, auf jeden Fall. Ja, genau. Kein Meisterball einsetzen, sonst wäre das sehr blöd. Links, rechts. Putz. Muschas wurde gefangen. Wunderbar. Jo, möchte ich... Ja, warte mal. Ne? Sein harter Panzer ist härter als Diamant. Mit im Inneren ist es jedoch überraschend weich. Hm. Möchtest du Muschas einen Spitznamen geben? Auf jeden Fall. Ich glaube, es wird so geschrieben. Ihr könnt mir was dazu sagen. Was dazu schreiben, was falsch ist. Ne, ist ja eine Muschel, darum Mupfel. Jo, Mupfel wurde auf Bills PC übertragen. Es wurde in Box 2 abgelegt. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Sleeper JK. Bis demnächst. Ciao mit V.